Und zurück bei Airline Tycoon. Wir können jetzt unsere Flugzeuge uns erst nochmal angucken, was wir hier haben. Genau. Dieses Flugzeug sollte auf jeden Fall nach New York demnächst fliegen. Das werde ich auch so schon mal konfigurieren. Nein, ich werde mir die New Yorker Route noch nicht schnappen. Ich werde... oh, die Rotenburg ist doch ziemlich kaputt hier. Ah ja, genau. Die Rotenburg, das ist ja unser zweites Flugzeug, was ich gekauft habe. Und das ist die New York 1. Die müssen wir erstmal natürlich noch so benennen. New York 1. Und dann hole ich mir jetzt als nächstes, wie im letzten Let's Play schon angekündigt, die New Yorker Route. Da ist sie. Müsste ohne Probleme gehen. Und natürlich das Gate. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Let's Play mir schon geholt habe. Nein, habe ich nicht. Habe ich aber jetzt. Esse ich hier dann drei Gates. Das ist perfekt. So. Dann wollen wir mal nach New York fliegen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich die komplett ausgestattet habe, die Flugzeuge schon. Aber das werden wir gleich feststellen. So, die New York 1. Gucken wir mal direkt. Die New York 1 ist bereits vollständig ausgestattet. Die Rotenburg, die muss erstmal noch ein bisschen überarbeitet werden. Das wird dann aber auch unsere New York 2. Das werde ich jetzt schon mal umbenennen. New York 2. So, das ist auch ein schönes Flugzeug. Jetzt muss ich natürlich nur die Sitzplätze noch ein bisschen anpassen, dass wir ein bisschen mehr Platz kriegen. Und die New York 1 kriegt auch mehr Sitzplätze, weil jetzt habe ich hier schon deutlich mehr und kann natürlich auch deutlich mehr transportieren. Und Sie sehen, falscher Punkt, hier müssen wir hin, 240 Personen. Und das Ding kann fliegen, 249 Personen, also 500 Personen können wir dann mal hin und her transportieren. Damit sollten wir die Route erstmal ausgelastet kriegen. Soweit so klar, jetzt geht's ab in die Werkstatt. Jetzt müssen wir erstmal gerade zusehen, dass ich... Flugzeuge repariere, und zwar das sollte auf jeden Fall bei 100 liegen, und hier sollten wir auch auf 100 reparieren. Ich weiß nicht, 7 Millionen kostet es. Ja, super, das haben wir morgen schon zusammen, beziehungsweise die Menge an Geld. Ich gucke mal gerade, ob wir noch einen Kredit offen hatten, das weiß ich gar nicht mehr. Kredit, ich möchte. Ja, haben wir noch einen kleinen Kredit. Den zahle ich auch gleich mal zurück. Ist ja sowieso egal, ich krieg sowieso genug Geld jetzt morgen. So. Jetzt gibt es wahrscheinlich leicht wieder ins Minus. Rutschen unter Umständen. Nein, tut's nicht. Ist aber auch die Rotenburg neu, dieses Flugzeug noch nicht fertig. Ja, die New York 2. So, die sind alle okay, würde ich sagen. Okay, hier ist gar nichts okay. Will ich den Flugplan nochmal löschen und werde den nochmal neu eintragen. So, Delhi, New York, nein, Berlin, Delhi fliegt das Ding so. Berlin, Delhi und Delhi, Berlin. Können wir voll machen? Oh nein, ey, schon wieder so ein blöder Flugplan. Was soll denn das? Das ist ja doof. Dann suche ich jetzt nochmal die Berlin, Delhi Flug. So, jetzt aber, jetzt passt es wunderbar. Delhi 1 ist perfekt geplant. Das Ding... fliegt auch perfekt, bringt ein bisschen Geld ein. Die New York 2-1 ist unterwegs, macht leichte Gewinne, noch nicht viel. Das wollen wir noch nachhelfen. Die New York 2 ist bisher noch gar nicht unterwegs. Wird aber jetzt auch sofort starten. Ich werde nur das Flugzeug noch eben ausstatten. Und dann kann ich auch schon, können wir schon loslegen. Die New York 2, da ist es schon. Und die fliegt natürlich auch noch New York, weil es heißt ja New York, das Flugzeug. Aber ich habe was vergessen. Und zwar müssen wir erstmal nochmal die Preise einmal kontrollieren. Ich sehe schon, das war schon ein sehr günstiger Flug, also es war schon viel zu günstig im Endeffekt. Da müssen wir noch ein bisschen die Preise anpassen. So, ich kontrolliere noch einmal durch, ob überall die Preise stimmen. Oh, bei Delhi war auch noch ein bisschen Luft. Ah, hier auch nicht. Ich habe vergessen, die ganzen Preise hochzusetzen. Gut, dass ich das jetzt gemerkt habe. Sonst wäre es aber wirklich schlecht geworden. Gucke noch mal einmal gerade überall durch, dass die Preise auch wirklich hoch sind. So, jetzt ist alles im grünen Bereich. Ja,
Jetzt ist alles okay. Jetzt denke ich mal, werden wir auch schon ab morgen deutlich größere Gewinne einfahren können. Und wir sehen das hier auch schon, da fahren wir wirklich ganz gute Gewinne ein. Kredit war keiner mehr offen. Wir haben bereits 3 Gates, das ist sehr gut. Weiter geht es zu den Beratern. Dann gucken wir mal Kerosin und Ölberater auf, das ist, können wir nichts mit anfangen. Gucken mal, was hier so passiert. Oh, ist auch nicht schön, der Flugplan. Bisschen nochmal sortieren. Ich gucke jetzt erst nochmal einmal durch, ob das alles okay ist. Hier ist alles okay. Okay, die New York 2 ist leider noch nicht ganz fertig. Also nicht ganz fertig repariert, was mich ein bisschen wundert. Werde ich den Flugplan erst nochmal einmal wegschmeißen. Das ist auf jeden Fall, ich werde nochmal in die Werkstatt gehen und gucken, ob hier alles okay ist. Hm, ja, ist eigentlich alles okay. Dann werde ich nochmal einmal gerade. Okay, wenn die Diplom-Ingenieure das machen, dann denke ich mal, sollte die Reparatur morgen abgeschlossen sein. Ja, das war die Reparatur gerade. Und dann würde ich sagen, die lösche ich erstmal den gesamten Flugplan. Ich weiß nicht genau, wo das Flugzeug ist. Ah, das steht in New York. Also machen wir das so. New York, Berlin, Berlin, New York. Einmal durchziehen, fertig ist es. Ist auch schon wieder so ein Problemfall. Muss ich auch nochmal überarbeiten, den Flugplan. Dass der auch korrekt passt. Jetzt passt es, hier passt es sowieso. Hier oben passt es auch. Wenn man es erst einmal passig hingekriegt hat, dann arbeitet der sich eigentlich auch passig so fertig. So. Sieht alles gut aus. Alle Flugzeuge sind in gutem Zustand. Das Flugzeug da hinten startet. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Flugzeuge bereits. Das ist, denke ich, schon mal ein ganz guter Start. Jetzt geht es natürlich darum, weiterhin möglichst viel Geld zu erwirtschaften. Okay, und dann werde ich das erste Mal. Okay, der Markt ist gesättigt. Dann kaufe ich erstmal den Rest meiner Aktien gerade weg. So. Und jetzt sind wir zwar ein bisschen im Minus. Ich warte aber jetzt nochmal einen Tag. Da müsste ich eigentlich deutlich im Plus sein. Ja, so ist es auch. Keiner von denen hat so ein Mega-Flugzeug gekauft. Ja, aber der Kaufpreis waren 65,3 Millionen, musste ich bezahlen. Für mein Flugzeug, was ich selber designt habe und kreiert habe. Muss man sehen, wie sich das alles so noch weiterhin zieht. Ja, jetzt passen die Flugpläne auch sehr gut. Außer hier unten bei der New York 2, da gibt es offensichtlich noch Schwierigkeiten. Deswegen werde ich den Flugplan dort mal manuell. Ach nee, nicht nach Delhi, hier ist Quatsch. Nach New York. Da werde ich den Flugplan mal manuell anpassen einmal. Dass wir es haben. So, das wär's. Alles klar. Alles ist in bester Ordnung. Gewinne können wir uns hier mal angucken. Was wir hier so erwirtschaften. Ja, steht leider nicht. Ach, wir müssen den Informanten holen. Bei dem Flugzeug ein. Naja, nee, wir haben ja noch keinen Informanten. Das wollte ich euch ja noch einmal gerade zeigen. Ich hoffe mal, dass wir da zufällig einen Berater erwischen. Sicherheitsberater hochbegabt. Den werden wir erstmal einstellen. Dadurch können wir viel Geld sparen. Es ist Samstag, das Museum hat nicht auf, das heißt, neue Flugzeuge können wir nicht kaufen. Geld hätten wir allerdings auch nicht genügend. Das heißt, das lohnt jetzt momentan noch nicht wirklich zu gucken. Aber wir sehen, wir kriegen schon einiges an mehr, einiges an zusätzlichem Geld. Und ich werde jetzt erstmal nochmal nach dem Berater gucken. Jetzt muss doch mal einer dabei sein, Informant. Ein Informant ist auf jeden Fall dabei. Den nehme ich erstmal. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was der Informant so kann. Da können wir von der Konkurrenz was einsehen. Spielt er 10 Millionen auf dem Konto, der 7,2. Sunshine Airways 7, ist klar, ist mein eigenes Konto, das sehe ich auch. Falcon Lines hat leichte Schulden, sehen wir hier, schon interessant. So, Flugzeuge, Falcon Lines hat 4 Flugzeuge, Phoenix Travel 2, Image wird hier nochmal angegeben. Hier sehen die Routen. Die Routen, die gemietet worden sind, Sunshine Airways hat 6. Also 6 Routen, das heißt im Endeffekt New York, Berlin und Berlin, New York, das wären 2 Routen. Deswegen steht hier eine 6, weil wir haben insgesamt 3 Routen, müsste eigentlich passen. Niederlassung, gut, das ist mir eigentlich auch scheißegal, was mit den Niederlassungen ist. Gut, Konkurrenz haben wir gesehen. Die Tagesbilanz können wir erst mit dem Finanzberater
einsehen. Da gab es jetzt aber, meine ich, keinen mehr bei. Ich kann zwar nochmal durchgucken, ob wir da jemanden finden, aber in der Tat ist es keiner dabei. Dann würde ich mir erstmal weiter die Flugbegleiter angucken. Vielleicht finden wir da noch jemanden, wo man sagen könnte, ja, es könnte schon was sein. Hier haben wir zum Beispiel jemanden. Recht talentiert. Nö, gucke ich einfach später nochmal ein bisschen nach. Ob ich dann jemanden finde, spulen wir mal einen Tag weiter. Jetzt ist auch endlich wieder Montag, das heißt, es ist Museumszeit. So oft, wie ich jetzt in letzter Zeit ins Museum gegangen bin, das ist eigentlich unnormal. Und am Anfang des Spiels hatte ich immer noch gesagt, das Museum ist scheiße, aber ich habe jetzt ja festgestellt, dass das Museum mir echt was bringt und dass, wenn man die ganzen Kosten einrechnet, dass man wie ich deutlich günstiger immer dabei wegkommt. So, gucken wir uns mal die Berater an, ob wir da noch jemanden finden. Auftragsanalyste, Informant, durchschnittlich. Okay, der hat zwar eine schlechte Qualifizierung, aber wir können einige Informationen einsehen. Alles können wir, denke ich, nicht, weil der Berater kann das halt nicht, weil er nicht genügend, ja, sie brauchen einen Finanzberater. So, Moment, habe ich jetzt gar keinen Finanzberater mehr geholt? Hä? Was habe ich denn jetzt gekauft? Oder was habe ich denn jetzt eingestellt? Dann wollen wir auch gleich mal gucken. Personalberater ist okay, Informant. Informant, recht talentiert. Ja, haben wir. Haben wir mal einen durchschnittlichen Informanten. Den schmeißen wir raus. Ach, wir brauchen ja doch Informant. Sicherheitsberater, ja. Ist ja komisch. Warum können wir es jetzt nicht einsehen? Das verstehe ich nicht ganz. Eigentlich hätte man jetzt die Statistiken einsehen müssen, aber vielleicht ist der nicht so gut geeignet. Ich würde auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause machen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, tschüss.